mit Pellet-Extruder drucken oder Filament herstellen. Hier seht ihr den kompletten Extruder mit Getriebemotor, Barrel, Screw, Heizung, Trichter, Nozzle und Steuerung. Heute bauen wir die Steuerung für unser 2 kg Pellet Extruder. Für die Steuerung habe ich mir eine ABS-Box gekauft. Die lässt sich gut lesen. Zuerst lese ich die Konturen, die raus müssen, mit voller Leistung. Als zweites lese ich die Gravuren mit wenig Leistung. Auf die Oberfläche der Box habe ich ein Tape geklebt, damit der Schmauch nicht die Oberfläche verbrennt. Nun fangen wir an, die Box zu bestücken. Für die Steuerung brauchen wir 2 REX C100, 3 Taster, einen LCD-Bildschirm und einen ESP32. Als erstes schrauben wir die 3 Taster ein. Die Mutter ziehen wir von hinten so fest, dass sich der Taster nicht mehr drehen lässt. Nun kommt der LCD-Display an die Reihe. Das Display montieren wir mit 4 M3 Schrauben. Beim Anziehen der Muttern muss man darauf aufpassen, dass man die Platine nicht verkantet. Auf die Platine habe ich eine Steckerleiste gelötet, da kommt später der I²C-Bus rein.
Also aufpassen beim Anziehen der Schrauben. Nun kommen die Temperaturkontrolle an die Reihe. Ich habe hier die mit Relais gewählt. Ich kenne zwei Arten von REX C100. Mit Relais für Lasten zu schalten und die andere Sorte ist für SSR zu schalten. Bei den REX C100 ist ein Rahmen bei. Den drückt man von hinten fest gegen die Deckenplatte, dann ist es fest. Nun bohre ich noch eine Bohrung für den USB-Stecker, der in den ESP32 kommt. Im nächsten Video verbinden wir die Steuerung mit unserem Extruder und starten unseren Skript. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.